Ei, Lokos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu der 9. Folge von The Journey. Kuss geht auf jeden Fall raus an den ganzen Support bis hierher und an die 70.000 Abos, die wir geknackt haben. Ja, vor einem Jahr hätte ich mir das niemals erträumen können, so krank viele Leute hinter mir zu haben oder Leute, die sich für meine Videos interessieren. Deswegen danke dafür. Wenn ihr, wie sage ich das mit Sensei Hammer reingeschissen? Ey, ich scheiß immer rein ab und zu im Intro. Hä, das ist voll normal. Wenn ihr auch andere Videos gerne sehen wollt, wie wir zum Beispiel auf irgendwas reagieren, dann checkt Hammer Reacts ab oder wie wir Minecraft spielen, dann checkt Sensei Hammer ab. Was bisher geschah. Wir haben die ersten Spiele komplett zerrissen bei Bayern, haben uns dann aber direkt verletzt nach 4 oder 5 Spielen, konnten dann nicht weiterspielen, erstmal für eine Zeit lang, sind wieder zurück nach Amerika und in der Zeit haben wir den Spieler gewechselt und seinen besten Kollegen Williams gezockt. Mit Williams haben wir erstmal ein bisschen reingeschissen gehabt, ein paar Grätschen verteilt, seine Karriere kurz verkackt und dann haben wir das Ganze aber nochmal wiederholt, extra für ihn. Los geht raus, William, schreibt mir auf Instagram. Und dann haben wir seine Karriere gerettet und jetzt sind wir wieder zurück in unserem Körper. Moin, Ersin Hamed. Let me just check. Ich mag FIFA nicht. Ziele, auf die Aufgaben scheißen wir. Für mich geht es nur um mich selbst. Jeder für sich? Okay, hört sich traurig an irgendwie. Ah, hier mache ich wieder hoch. Danny Williams triumphiert in Wembley. Wie er sich freut. Süß. Das hast du dir. Nein, er hat nicht abgesendet. Nein, und die Folge ist jeder für sich alleine. Bist du bereit? Nein! Send die Nachricht ab! Ey, ich habe jetzt schon im Gefühl, da passiert dann irgendwas deswegen. Nicht, dass er sich mit Williams auch noch streitet. Also, dann lass uns doch mal ein bisschen spielen. Machen wir in ein paar Tagen. Hä? Das hast du vor ein paar Tagen gesagt, als der Doc sein Okay gab. Aber ich möchte nicht wie Dad enden. Deine Reha ist viel besser als die von Dad. Du wurdest zu den besten Ärzten quer durch die ganze Welt geschickt. Plus, Dads Knie war komplett im Eimer. Komm, Verletzungen gehören zum Sport. Oh ja? Okay. Was weißt du darüber? Ja, was bloß. Ich habe mir mit 14 mein Bein gebrochen. Und mir wurde gesagt, dass ich nie wieder spielen darf. Daraus habe ich gelernt. Sorry. Das wusste ich nicht. Tja, woher auch? Seiten müssen ein bisschen frischer werden. Also es ist das Level, auf das ich kommen muss. Auf dem ich war. Diese Liga ist knallhart, Mann. Und so ein bisschen... Er ist zu leise, oder? Ich kann alles entscheiden. Das ist eine echte Herausforderung, ja? Herausforderung? Ich habe mit 8 meine Mom verloren. Ganz schöne Aufgabe, hm? Ich muss mein Training und die Spiele mit der Schule und dem Reisen zusammenkriegen. Schon mal deine Hausaufgaben im Teambus gemacht, 90 Minuten gespielt und um 2 Uhr morgens heim, nur um sofort wieder müde am Unterricht teilzunehmen. So geil. Und das alles, damit irgendein Talentscout vielleicht mal auf mich aufmerksam wird. Millionendeal oder Megavertrag, davon wartet nichts auf mich. Auf mich wartet nur harte Arbeit. Nur damit ich Fußball spielen darf. Also erzähl mir nichts von dem Quatsch, dass du dich nicht wieder an die Spitze rankämpfen willst. Okay. Eine kleine Schwester ist echt was Nettes. Übertrieben? Ja. Nein. Genau richtig. Nein, ein bisschen übertrieben. Sie hat geredet, kannst du mir ein paar Flanken in den Strafraum schlagen? Am Ende vergesse ich noch, wie man richtig Tore schießt. Gerne doch, wann immer du magst. Klingt gut, leg los. Was drückt die so eine Ansage? Ach so, wir trainieren jetzt zusammen, okay. Ah, ich muss durch die grüne Linie. Und, boom! Ah. Digga, die Flanken sind scheiße! Mach vernünftige! Genau so, man muss einfach mal lauter werden. Woo. Nicht schlecht, sieht richtig gut aus. Was sieht richtig gut aus? Gut gespielt, Hunter. Beeindruckend. Danke, Dad. Ich fühle mich super. Was macht der auf einmal da? Ich meinte ich nicht.
Du kannst wieder spielen? Sehr gut. Die brauchen den Platz zurück. Du kannst auch wirklich wieder spielen? 100%. Gerade eben wollte er nicht mehr spielen, jetzt auf einmal. Nächste Woche geht's los. Nach zwei Schüssen, 100%. Nach zwei Schüssen konnte er auf einmal, wusste er, 100% kann ich wieder spielen. Okay, jetzt sagen wir es ihm. Wir können wieder. Dino? Alex, willkommen zurück. Setz dich. Den Ärzten zufolge bist du wieder voll einsatzbereit. Mein Knie ist wie neu. Kann losgehen. Das ist Musik in meinen Ohren. Seit deiner Abwesenheit haben wir nicht gerade gut gespielt. Im Sturm sind wir einfach lahm. Da ist kein Druck und die Chemie stimmt auch nicht. Eigentlich schlecht für den Verein, aber wenn man so verletzt ist, ist es genau das, was man hören will. Ne? Voll traurig eigentlich, weil man ja in dem Verein spielt. Aber würde es auf einmal richtig gut laufen, würde man gar keine Spielzeit mehr bekommen, weil die wollen ja nichts Neues dann mit dir wieder ausprobieren, weil du ja so lange weg warst. Ich will unbedingt wieder aufs Feld. Das waren die längsten Wochen meines Lebens. Die Verletzung hat dich noch motiviert, ne? Ich mach mir mehr Sorgen um dich. Ja, es ist hart. Mal ehrlich, der Druck ist so groß wie noch nie. Jeden Tag die Kritik in den Medien. Und von den Fans auch. Wir sind in der Tabelle hinten und die Buhrufe jeden Tag. Mit mir wird sich das ändern. Ach, ich stecke im Schlamassel. Der Präsident steht nicht mehr hinter mir. Wenn wir nicht bald eine Trophäe gewinnen, dann ist meine Karriere bald am Ende. Bei all diesem Wahnsinn vergeht einem die Lust am Fußball völlig. Digga, so traurig, yeah. Aber ist halt wirklich so in real life. Hope I'm not interrupting. Just wanted to say it's good to have you back, Alex. Schön, wieder hier zu sein, Mann. Digga. Als ob Griezmann so ein Streber ist, niemals. Sir, I hope I'm not interacting, but Alex is good to have. Niemals. Der wird sich nicht mal Mühe machen, auf Englisch zu sprechen. Die sagen, wir haben schlecht gespielt, als wir weg waren, aber wir sind immer noch Zweiter. Also genau gleich. Okay, jetzt gegen Bayer Leverkusen. So, was machen Sie da? Buh, ja! Buh. Ohne Sinn. Frank Ribery. Ich habe aus Versehen gepasst, ich bin ganz ehrlich. Ich habe aus Versehen gepasst. Und er schuscht in die Kamera. Müller, klasse! Oh, er macht selber rein. Ich gönn ein bisschen nicht. Sie haben heute gespielt, als hätte es die Pause nie gegeben. Trickreich, schnell und mit Übersicht. Danke. Mit Ihnen ist das Team ganz anders aufgetreten, vor allem im Sturm. Ja. Wo war die Frage? Da war gar keine Frage. Ich will gar nicht antworten. Ich mach bloß, was der Trainer... Nee. Mann, obwohl, den Trainer mag ich. Den Trainer mag ich. Ich mache einfach das, was der Trainer von mir will. Die Strategie hat gestimmt und wir konnten heute unsere Stärken ausspielen. Das ist für dich, Warum Dino. Warum fiel es Ihrer Meinung nach dem Trainerteam so schwer, in ihrer Abwesenheit regelmäßig Siege einzufahren? Wir sollten jetzt vor allem über das heutige Resultat sprechen und darüber, wie wir uns weiter verbessern können. Wir haben ein Weltklasse-Trainerteam und einen super Coach. Und unsere Form und Taktik steht dem in nichts nach. Na okay, reicht Alex, mir klein. Willkommen zurück und danke für das Interview. Kein Ding. Danke auch. Richtig. Das muss aussehen wie... Ein Punkt haben wir bekommen. Lohnt es sich, den zu wasten für Pässe und Steilpässe? Was war denn das nächste, was wir eigentlich haben wollten? Skill-Moves, glaube ich. Hier. Das heißt, wir müssen hier drauf sparen. Auf Kurzpässe. Wir sparen auf Kurzpässe. Tschüss! Ja! Oh, fast Tor kassiert. Nein! Wir haben auf Ernst Tor kassiert. Oh! Wunderschön von mir herausgezaubert. Ey, warum machen die so viele Tore? Oh, Lupfer. Oh ja! Irgendwie! Dank mir, James, dank mir. Ja. Ja, das habe ich vergessen. So eine Leistung wie heute geht natürlich nur mit tollem Support. Die Kollegen waren heute toll. Geht doch alleine. Bedeuten Ihnen solche Ehrungen also nichts? Sie sind nicht bedeutungslos, aber mein Ziel unter der Woche ist es hier nicht, Spieler des Tages zu werden. Digga, unsere Antworten. Darauf so gut wie möglich zu spielen und dem Team zu helfen. Unsere Antworten sind so verschieden. Alex. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Einmal beleidigen wir ihn, einmal sagen wir, ach, es ist gar nicht wichtig. Ja, wieder ein Inform. Let's go.
78er, obwohl wir 80 haben, ohne Sinn, aber egal. Und wir sind mit Griezmann ein bisschen was gestiegen. Wir sind noch keine Partner. Ich muss öfter mit Griezmann zusammenarbeiten. C und B, ey, das ist gut. Sind das eigentlich richtige Personen? Dieser Darren Goff sieht richtig aus wie so ein US-amerikanischer Familienvater. Da haben die Bilder ja von irgendwen genommen. Wisst ihr, wie ich meine? Sind das die A-Mitarbeiter? Könnte Johnny Sins sein. Wir machen weiter gegen Wolfsburg. VfL. Jetzt, mach ihn einfach. Oh mein Gott. Ja, endlich. Schönes Tor nach Griezmann-Vorlage. Jawohl. Griezmann kommt, jubel mit mir. Da ist er. Er hat ein bisschen zu ernst genommen mit Jubel. Ey, ich habe das einzige Tor wieder gemacht. So. Was denn jetzt? Play of the Month. Ah, wieder ein Team of the Week bekommen, aber derselbe. Das hätten die besser machen können. Aber der Hintergrund war cool. DC, let's go. Thiago, hallo. Rempel mich mal nicht an. Für mich Superman. Keine Abwehr der Liga kann uns aufhalten. Feels a bit easy, doesn't it? Ich sprech Deutsch. Ich kann kein Englisch, Mann. Es ist nie leicht genug. Wir müssen uns... Ist fast schon unfair. Let's go! Ist fast schon unfair. Wir sollten ihnen Vorsprung geben. Ist ein bisschen interessanter. That would just make it embarrassing. Oh, stimmt, ja. Soll für die Gegner nicht peinlich werden. Okay, wir gehen jetzt gegen Köln rein. Ja, Griezmann, tschüss! Ist okay. Ich gönn's. Einmal kann man machen. Für dich? Oh ja, hier kein Ding. Griezmann jetzt. Und jetzt. Und! Ja! Sehr, sehr wichtig. Mit Griezmann zusammengearbeitet. Ey, bitte sag, ich hab Grisou getroffen. Let's go! Nein! Oh mein Gott, Tor von Köln! Junge, was? Boom! Nochmal ein Longshot! 10er Bewertung! Das war's. Ey, das beste Spiel bisher. Wieder Hattrick. Echt? Ja, Fragen. Ihre Tore waren heute entscheidend. Immer? Hätte das Team auch ohne ihre Leistung gewonnen? Nein. Ich glaube eher nicht. Womöglich nicht. Irgendjemand muss die Dinger verwandeln, oder? Wenn ich das bin und wir damit gewinnen, dann freut mich das umso mehr. Hat sich Ihr Team heute zu stark auf Sie verlassen? So weit würde ich nicht gehen, aber meine Tore haben beim Sieg natürlich eine Rolle gespielt. Danke, Alex. Kein Ding. Gehen wir direkt ins nächste Spiel? Ja, gegen Schalke. Boom! Nach einer Minute, erstes Ding drinne. Schick doch, Grisou. Schick! Wieso schickt der nicht? Ich drück sogar Dreiecke, schick nicht. Aber wir haben gewonnen und ich habe das einzige Tor gemacht. Ha! Wir sind erster Platz. Dortmund ist jetzt zweiter. Das liegt auch ein bisschen an mir. Nicht nur die Siege, Tordifferenz. Wow, wer hat viele Tore gemacht? D und C. Okay, es geht weiter. Partnerschaft läuft gut. Läuft sehr gut. So, this is the secret to our success. You training all day, every day. Ich muss fit bleiben. Meine Ballkontrolle muss super sein, wenn ich mit dir mithalten will. You're looking alright out there to me. Sometimes things just click. Ja, stimmt. Aber es soll auch so bleiben. Think you can do it faster than me? Nein, werden wir Rivalen? Lass es uns rausfinden. Ich glaube eher nicht. Träum weiter. Nein, wir dürfen jetzt nicht zu respektlos werden. Du bist gut, aber kein Dennis Bergkamp. Oh? Ich denke, es wird trotzdem. And so you think you got a touch like him, do you? Prove it. Ja, das werde ich. Digga, wie seltsam das ab und zu ist. Wir müssen jetzt ein Wettrennen gegen Griezmann machen, oder was? Ich dachte, wir werden beste Freunde und keine Rivalen. Oh, ich bin so schlecht da drin, oh mein Gott. Boom! Direkt weiter, nein. Zu viel gejubelt. Trotzdem gewonnen! Nein! Oh, doch nicht. Ich gewonnen? Ja, ich hab gewonnen! Let's go! Woo! Hä? Keine Sequenz! Also wenn wir schon Wettrennen machen, dann will ich das auch in seine unter seine Nase reiben. Frankfurt, wir nehmen wieder. Nein, Robben schießt, ja. Das ist die Chance. Ja! Meine! Let's go. Ah, okay. So, ist in Ordnung gewesen, das Spiel. Ein Tor von mir, eins von Boom Bang Boateng. D und B. Der DFB-Pokal. Halbfinal. Von dem wir getrunken haben, ich glaube, so zwei, drei Stück. Was ein schönes Tor. Und jetzt die Chance. Boom. Alexander. Viele von euch denken sich jetzt komisch und so, aber so wirklich so Tafel Schokolade, ich mag das nicht. Außer, und jetzt kommt das große Aber, außer sie ist kaltgestellt. Boom! Und jetzt mach ich selber. Sneaky rein.
Ist gewonnen. Damit stehen wir im Finale. Lecker. So verschaffen wir uns auch am Spielende noch freie Räume. Diese Folge noch gar nicht. Wir sind voll mit Griezmann. Telepathie haben wir. Hier rein. Hunter. Oh, so schön. Wie da ist. Ja! Schöne Vorlage. Nehme ich mit. Ja! Eiskalt vor dem Tor. Spiel ist vorbei. Man of the Match. Ich brauche, glaube ich, gar nicht sagen, wer es ist. C und F. Wir reden nicht drüber. Endlich. Geht's weiter. Du auch, Mann? I think we must both be in trouble. Hä, warum? Ihr ahnt ja gar nicht, wie sehr es mich freut, dass ihr auf und neben dem Rasen so harmoniert. Oh, es ist nur so eine Harmoniesequenz. Das ist einfach klasse. Yes, Alex has been very privileged to play alongside me. Oh, wir bewegen uns auf falsche Ufer. Für dich, mein Freund. Mir tut wirklich jede Abwehr leid, die es bis zum Saisonende noch mit euch zu tun bekommt. Macht weiter so. Wir sind klasse, Mann. Jetzt küssen die sich. Oh shit, das kann ich nicht rausschneiden, oder? Gegen Mainz Bully. Robben? Ja! Meine Vorlage! Griezmann läuft weg. Habt ihr gesehen, wie angepisst Griezmann weggegangen ist, statt mitzujubeln? Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott! Wir kassieren sogar. Ja, was? 73. Jetzt muss ich richtig Gas geben. 1-1 einfach nur. Nur 1-1. Ah, schnell überspringen. Wir sind noch erster Platz, okay? Auch wenn nur mit einem Punkt. Digga, Story geht nicht weiter. Wenn jetzt nochmal ein Bundesligaspiel kommt, ne? Aber wir müssen gewinnen, ist das Problem. Digga, ich hab mehr Spiele jetzt hier drin gespielt als Weekend League Games. Boom, da ist das Ding. Psst, er hat gezweifelt an mir nach einem Unentschieden. Da bin ich. Wir haben den ersten Platz secured. Gebt alles. Digga, ey, ich könnte kotzen. Das ist aber das letzte Spiel, ne? Oh mein Gott, das letzte Bundesligaspiel. Oh, wunderschön. Das sitzt. Boah, das Ding sitzt. Was ein Pfeil. Okay, ich skippe nicht. Ich skippe nicht. Wir haben den Pokal gewonnen. Deutscher Meister, let's go. Gib mir den Pokal. Gib ihn mir. Wer ist Kapitän? Ich weiß gar nicht, wer Kapitän ist. Ich werde ihn nicht hochhalten dürfen. Ich frage mich gerade, ist neuer Kapitän? Vidal? Oh, let's go. Deutscher Meister. Ja, Mann. Ey, Digga, als ob die Allianz Arena ehrlich so groß von oben aussieht. Wie breit die war. Hey, Alina! Super, wenn alles so perfekt läuft. Effe, ich verstehe nicht. Alex, you and me. It was the gaffer's idea, but it's us that made it work. Ja, Mann! It's us. Echt genial. It's us. Ich denke, Pokalfinale kommt noch. Oh, C und B? Let's go. Liga-Cup-Finale. Im Januar sah es aus, als ob die Saison schon zu Ende wäre. Doch nun fehlt uns noch ein einziger Sieg und wir holen den Double. Das nennt man Fußball, ne? Genau deshalb lieben wir diesen Sport. Ja, ich verstehe kein Wort. Und deshalb ist Fußball unser Leben. Sie. Es war eure Leidenschaft und euer Einsatz und auch euer Talent, was uns hierher gebracht hat. Chancen muss man sich erarbeiten. Und heute, mehr denn je, müssen wir alles geben, um diese Chance auch zu nutzen, für die wir alle so hart gearbeitet haben. Ja, Trainer, let's go! Ja, oh mein Gott. Mach doch R1! Ey! Ich wurde getötet. Okay, wir haben ein Tor gemacht, aber es ist okay. Tötet mich. Hauptsache, wir gewinnen. Boom, Schakalaka. Das müsste es gewesen sein. Ja! Double, lecker. Wieder ein Team of the Week bestimmt. Aber sieht auch cool aus, der Hintergrund. Tots, warum 78? Aber ein Tots. Ja! Meine erste Tots-Karte, ich bin stolz. Alex, auch diese Saison ist zu Ende. Mir scheint, als wäre jede neue Saison kürzer als die vorherige. Die Saison war unvergesslich. Danke für dein Vertrauen, Dino. Nein, Alex, ich muss dir danken. Ohne deine großartigen Leistungen in dieser Saison hätte ich schon meine Koffer packen müssen. Ich bin halt ein Glückskind, das dauert ewig, bis du alles eingepackt hast. Ey, Digga, was? Schön wieder mit dir zusammenarbeiten. Digga, er war so süß. Schön wieder mit dir zu arbeiten.
das Vergnügen, Alex, ist ganz meinerseits. Sweet. Er ist wieder zurück in England. Taxi ist da. Opa und ich fahren jetzt zum Flughafen. Hä? Sicher schön. Jim war noch nie in Amerika. Er hat die Woche nur davon geredet. Aber wieder zurück nach Amerika? Warum zieht er nicht wieder zurück nach England? Nicht nur auf das Sightseeing. Tja. Hoffentlich klappt es. Opa redet mit Papa. Noch kannst du. Das Projekt nimmt mich in Anspruch. Beim nächsten Mal. Oh. Okay. Mach's gut, Mom. Hab dich lieb. Die fühlt sich bestimmt nicht so voll auch. Wie die Außenseiterin. Pass auf Jim auf. Komm schon, Alex. Das Taxameter läuft. Mach's gut. Taxameter. Heißt das wirklich so? Nein, oder? Oh no, er ist nervös, der Opa. Keine Angst. Den Ring da drin? Will er wen heiraten? Du wirst begeistert sein. Ja. Ach, das ist ja auch seine Enkeltochter. Nennt man das so? Hi, ich bin Kim. Immer mit Hut, Alex. Dad hat nicht viel von dir erzählt, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht. Jim Hunter, kampfstark, eiskalter Knipser, 22 Tore, 68, 69. Ja. Ich will gar nicht wissen, Gloria, wie das deine Großmutter und ich, wir hatten uns immer eine Tochter gewünscht. Sie hätte gewollt, dass ich dir das schenke. Danke. Ehrlich süß. Auch wenn die Schwester manchmal ein bisschen wie nennt man das? Was denkst du? Weird ist. Wird er ins Nationalteam kommen? Ja. Naja, er muss an seinem Spiel arbeiten ohne Ball, oder? Das sag ich ihm die ganze Zeit. Die Defensive beginnt bei den Stürmern, weiß doch jeder. Ja, aber vergiss es halt hin und wieder, weißt du, was ich meine? Aber du nicht, oder? Ich gönn mir keine Pause. Junge, das liebe ich. Warum ist sie auf einmal die bessere Spielerin? Ich liebe nichts mehr im Leben. Danny bestimmt. Du bist Stürmerin. Geh ran, bitte. Na klar. Ich bin eine Hunter. Er geht nicht ran. Bestimmt Danny, ich könnte schwören. Oh ja. Er hat ihm doch auch nicht die Nachricht gesendet. Ey, nein. Spoilert nicht, Chat, aber ich glaube, es ist Danny, bei dem er nicht rangegangen ist. Der arme, real talk. Kapitel 6, jeder für sich. Vorlagen, scheiß auf die Vorlagen für Griezmann. Es geht um uns. Boah, 706.000 Follower haben wir jetzt. 1,8 Millionen Einnahmen. Transferwert 19 Millionen. Das war's mit dem Kapitel. Und das war's auch mit FIFA 18. Ah nee, das war's noch nicht. Ich bin gleich da. Alex. Ja, wer ist da? Woher haben Sie die Nummer? Hier spricht Beatrice Villanova. Einige deiner Mitspieler sind bei meiner Agentur. Oh, okay. Ja, ich weiß, wer Sie sind. Miss Villanova. Bitte, einfach wie. Störe ich gerade? Nein, schon okay, ja. Was kann ich für Sie tun, Miss Will... Sorry, B. Um es ganz klar zu sagen, ich möchte über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Komm zum Punkt! Meiner Meinung nach bekommst du einfach nicht die Chancen und den Support, den ein Spieler deiner Klasse bekommen sollte. Wenn du mein Klient wärst, würdest du schon lange bei Real Madrid spielen. Haben wir schon mal gehört. Ich möchte dich zum Essen einladen, um mit dir alles persönlich zu besprechen. Du bestimmst die Stadt, ich das Restaurant. Okay. Will sie meine Managerin werden oder ein bisschen mehr? Wer von meinen Snitch-Freunden hat meine Nummer einfach weitergegeben? Das war's. Das war's mit The Journey in diesem FIFA, Jungs. FIFA 18 haben wir durchgespielt. Das heißt, als nächstes werden wir uns FIFA 19 The Journey vornehmen. Es hat auf jeden Fall unnormal Bock gemacht. Chat hat schon verraten, es wird noch einen kranken Transfer geben. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Ei, Loco. Abonnieren und liken nicht vergessen. Genau.